Hallo ihr Lieben, euer Girl, Stier hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Days. Ja, das Leiden geht weiter, die Missionen in Agrabah sind alles andere als nett. Aber da müssen wir durch. Wir fangen jetzt mit der Schwanzwedler-Mission an. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt irgendwie einen Gegner, der heißt der Schwanzwedler. Pervers, zweideutig und absolut weird. Hä, hey, hast gehört, was bei den anderen im Schloss passiert ist? Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Den Dialog kennen wir. Gut, auf in die nächste Mission. Zwei Missionen hat, zeig's ja noch. So, der Schwanzwedler, optionale Mission. Ich bin sehr gespannt. In Twilight Town ist ein Schwanzwedler. Was ist das für ein Name, Mann? Finde und besiege ihn. Nimm dich auch Vergiftpflanze in Acht. Besiege einen Schwanzwedler. Oh Gott. Schneide deinen Schwanz ab mit meinem Keyblade. Finde einen Schwanzwedler. Ich kann mehr. Und Ruxus wird jetzt immer allein auf Missionen geschickt, komischerweise. Die vertrauen ihm ganz schön viel, ne? Vielleicht sogar zu viel. Und seit neuestem gibt es auch immer diese komischen Abzeichen zu finden. Theoretisch müssen wir mal in alle Welten zurück, alle Missionen normal machen. Ja, ganz toll, das macht Spaß. Damit ich eben halt diese Abzeichen freischalte. Werde ich wohl irgendwann machen müssen, ne? Und euch das da reinschneiden, wo die sind. Falls überhaupt möglich ist. Weiß ich jetzt nicht. Zwei Schatzkisten. Mhm. Hier hatte ich ja damals beim Shadowborn einen übersehen. Diesmal ist hier keine. Irgendwie bin ich froh, wieder in Twilight Town zu sein. Früher waren wir jetzt nur in Twilight Town. Da hing mir die Welt wirklich zum Hals raus. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Twilight Town und Agrabah, nehme ich natürlich Twilight Town. Aber wer hat Bock auf Agrabah? Sage ich euch ganz ehrlich. Die ist ganz schön stark. Die ist zu stark, die Pflanze. Nein, die ist viel zu stark. I'm on fire today. Toll, jetzt bin ich auch noch blind. Klasse. Nerd. Irgendwie habe ich trotzdem ziemlich oft getroffen, wenn er mich fragt. Und jetzt ist die Blindheit weg. Toller Status. Hab da toll gemacht. Ganz klasse. Hier ist die Musik immer so schön friedlich und Agrabah. Eher nicht so. Oh, der ist wieder da. Oh, leider funktioniert das nicht wegen Auto-Aim. Ja, jawohl. Ja, wir haben ihn besiegt, den dicken Händler. Aber ihr seht, das bringt nicht wirklich was. Vor allem was Cooles, die jemand hat jetzt nicht. Da ist er, der Schwanzwedler. Das ist so ein komischer Drache. So ein Wyvern. Ein Wyvern-Boss. Schwanzwedler. Besiege den Schwanzwedler. Ich besiege jetzt erstmal meinen Truhen-Counter. Allheilmittel. Hallo Schwanzwedler. Der hat aber nicht so viel Energie. Es gibt noch einen Secret Boss in dem Spiel. Das ist die Billig-Version hier gerade. Merke ich gerade. Hier, take this. Oh, der nimmt wohl gar keinen Schaden. Ja, der macht nur so eine Mini-Schockfälle. Ich glaube, die Flügel sollte man eher angreifen, oder? Oder den Schwanz, damit er nicht mehr wedeln kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, das ist aber gemein. Naja, ich kann auch gemein sein hier. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Oh, ich glaube, ich werde sterben. Er hat zu sehr mit dem Schwanz gewedelt, Leute. Ne. Oh, war das knapp. Stärkste Boss bisher, wa? Gemein. Aber wir haben es geschafft. Okay, genau. Dunkler Tunnel geöffnet. Hey. Hooray. Boah, jetzt bloß nicht sterben, Roxas. Tu mir das nicht an.
Das war jetzt der Schwanzwedler. Ja, wie gesagt, es gibt einen Secret Boss in dem Spiel. Das ist quasi die Hardcore-Version von dem. Aber eigentlich hat auch der Secret Boss ein relativ berechenbares Pattern. Aber da heulen viele rum und sagen so, oh, der Boss ist einfach nur Pain and Suffering. Das ist der schlimmste Kingdom Hearts Boss. Ich weiß nicht, wann er kommt. Aber er wird noch kommen. So viel sei schon mal gesagt. Naja, das war auf jeden Fall der Schwanzwedler. Das ging ja schnell. Ja, so viel Stuff. Uiuiui. Was ist das hier eigentlich? Material zum Schmieden der Tafel, die Schwung verleiht. Okay. Tag 54. Es bleibt nur die Hauptmission von Sykes. Erstmal möchte ich bei den Loot gucken. Sei grüß, Kuppe. Keine Ahnung, was mit dieser Lufttech anfangen kann. Ich weiß echt nicht. Hm. Naja. Was soll's? So, Sykes. Ich bin bereit, deine letzte Mission in Angriff zu nehmen. Leider in Agrabah. Besiege Feuerpflanzen. In Agrabah sind Feuerpflanzen aufgetaucht. Finde und besiege sie. Das Blocken leistet dir gegen die Feuerpflanzen gute Dienste. Nimm so viel Eismagie mit, wie du kannst. Ich hasse Eismagie, nehme ich nicht mit. Nimm dich auch vor Barrierenmeister in Acht, die ihr Verbündeten mit einer undurchdringlichen Barriere umgeben können. Hä? Neue Gegner in Kingdom Hearts? Ich war gespannt. Ich habe nicht einen Eismagie-Zauber, ich hasse Eismagie in dem Spiel. Wieder ein Sandsturm. Bist du sicher, Aladdin? Leider ja. Die Händler haben darüber geredet. Das ist furchtbar. Und das ist nur eine der Sachen, die mir Kopfschmerzen bereiten. Warum? Was denn noch? Die Herzlosen. Sie tauchen überall in Agrabah auf. Herzlose? Ja, sie tauchen immer kurz vor dem Sandsturm auf. Ich dachte, das wäre nur beim letzten Sturm nur so gewesen, aber... Oh nein. Hoffentlich ist das kein böses Omen. Dürfen wir denn nicht entdeckt werden? Oh, oh, ja, das hatten wir ja schon mit Xigfa irgendwie herausgefunden, dass das alles miteinander zusammenhängt. Naja. Ja, guck, da brauchen wir keine Eismagie für. Die hauen wir einfach so weg. Mit der Macht des Schlüsselschwertes. Wisst ihr, was mich eher abfuckt? Dass hier schon wieder 5 Schatztruhen zu finden sind. Und ihr wisst, wie asozial das hier ist. Ihr wisst das. Und scheinbar sind die Feuerpflanzen auch ganz gut versteckt. Weil wenn die hier an so einem komischen, abgelegenen Ort spawnt, heißt das nichts Gutes. Ich sag's euch, Agrabah ist einfach nur Pain. Diese Scheißwelt, ey. Echt, ich hasse diese Welt so sehr. Gibt auch coolere Welten in dem Spiel, aber leider ist die Zweitwelt hier Agrabah. Warum auch immer, es war nie die Zweitwelt. Es war eigentlich immer eher eine Late-Game-Welt. Naja. Und fahr zur Hölle. Die hätte ich nicht aufsammeln dürfen. Weil gleich kommt da wieder, der Rucksack ist voll. Haha. Ich glaube, es gibt mehr als 7 Feuerpflanzen. Hab ich irgendwie so was dummes Gefühl. Pauschalen. Ja, ein Heiltrank. Super. Ich glaube, es gibt mehr als nur 7 Pflanzen. Weil wenn wir 7 Pflanzen getötet haben, kommt wieder, ja, du kannst aber noch ein extra Ziel erreichen, wenn du gut arbeitest. Scheiße, sind es 10. 10 Feuerpflanzen. Gehe ich stark voraus. Und wahrscheinlich ist einen da oben, wo wir eh nicht hinkommen. Also kann ich mir das sowieso wieder abschminken, den Scheiß hier. Nee, das will ich nicht. Komm, wieder Rucksack ist voll. Wahrscheinlich kriege ich die Truhen sowieso nicht. War ja in der Vergangenheit auch schon so. Oh. Du bist neu.
Schätze, jetzt finde eine Barriere. Das heißt, wir müssen erst den Dude loswerden. Tolles Auto, Aim, klasse. Oh, der hält aber viel aus. Was ist das denn für einer? Der Barrierenmeister, guck mal, was der aussieht. Was ist das denn für ein Schmutz? Oh, sein Büchlein verloren, das tut mir aber leid. Ah, der passiert ganz schön. Ich dachte, er hätte eine Magie-Immunität oder so. Nö. Eisen. Das ist, glaube ich, relativ selten, ne? Da oben ist das Abzeichen. Schon gesehen. Oh, nerv doch nicht. Oh, und dass wir jetzt immer im Brennen sind, macht es nicht besser, ne? Ich habe halt keine Heilung, ne? Ich nehme es ja nie mit. Ich bin halt komplett YOLO. Tja, komme ich da drauf? Fragen über Fragen, Leute. Nehmen wir erstmal das Abzeichen mit. Ich glaube, ich muss echt nur in die alten Missionen zurück. Oh nee. Ist das kacke. So, wenn die erstmal richtig kommt, kann die auch kein Feuerball mehr spucken, sagte sie und kassiert einen Feuerball. Toll. Ich frage mich, ob man die auch zurücklenken kann. Wahrscheinlich ja, aber dann werden die geheilt. Hey, komm zurück, Abu. Der Affe ist schon wieder ausgebüxt. Ich hab dir auch gesagt, du darfst nicht einfach Sachen vom Markt nehmen. Stehlen ist böse. Keine Ausflüchte, du wolltest nicht mehr stehlen. Komm, wir geben das jetzt zurück. Und wieder eine Erinnerung an Soras Erlebnisse. Interessant. Es fehlen noch zwei Truhen. Oh nee. Okay, eine ist da hinten, wo wir so hin müssen. Ich frage mich, warum das jetzt getriggert worden ist. Weil wir fast alle Feuerpflanzen besiegt haben, oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Punkt. Und tschüss, Mann. Ich will ihn mal wieder sehen. Glück. Peter, Attentäter. Okay. Tja, die letzte Truhe, Leute. Es ist wieder Pain. Es ist wieder Pain. Ich mach, dass es aufhört. Ich will nicht mehr. Oh, Agrabah, ne? Agrabah ist wie das Höllenfeuer, echt. Vor allen Dingen, weil Roxas sich nicht gut bewegen kann aktuell. Bewegt sie wie ein Stein. Ich will mal kurz gucken, wo ich hier rauskomme. Vielleicht ist auch nur eine Feuerpflanze oder sonst was. Oder eine Truhe. We will see. Natürlich ist ja nichts. Ich wusste das. Komme ich da irgendwie drauf? Tja, fehlt mir wohl wieder eine Fähigkeit. Oh ja. Das heißt, ich darf das irgendwann normal machen. Oh, wie ich dieses Spiel liebe. Wirklich. Ich liebe dieses Spiel. Also Backtracking finde ich ja nicht schlimm, aber in so missionsorientierten Kingdom Hearts geht gar nicht, finde ich. Ja. Ich sehe jetzt hier auch keine Schatztruhe. Ja, mal wieder schön verkackt. Ich sehe auch keine Feuerpflanzen. Ich sehe auch keine Feuerpflanzen mehr, Leute. In allen Orten, wo wir nicht hinkommen. Scheiß drauf, muss ich sie irgendwann nochmal machen. Ist das ein Spiel, ey. Schrecklich. Alles in Agrabah ist einfach nur schrecklich. Und wisst ihr, was das Schrecklichste daran ist? Dass ich die Agrabah-Missionen alle nochmal machen darf, irgendwann. Wow. Tag 71, Wiedervereinigung. Schon wieder ein Timeskip. Da kommt ja Miesepeter und das lange Gesicht. War die Agrabah-Mission mich einfach nur abfacken, darum? Ach, nichts, okay. Du musst zugeben, das Schloss ist viel stiller geworden, halb so laut. Ich könnte mich an eine kleine Gruppe gewöhnen. Wie sieht's mit dir aus?
Roxas, Mann, hast du schon gehört? Es ist offiziell, das gesamte SDG-Team ist hin. Tot, vernichtet. Hallo? Anna, stimmt's, Sie? Puh, da hab ich's ja gerade nochmal geschafft. Nur Glückspilz. Jetzt musst du Überstunden einlegen, damit keine Arbeit liegen bleibt. Ach, scheiße. Jede Münze hat also zwei Seiten. Na gut, erinnere mich daran, von jetzt nur halb so hart zu arbeiten. Demix in a nutshell. Du kannst ja eine Herausforderung versuchen. Finde Qualabzeichen. Oh, das klingt sehr nett. Um sie zu halten. Wenn du jeweilige Missionen erhalten hast, erscheinen sie auch in Holo-Missionsmenü. Will ich das mal in Qual? Die ganzen Angriffermissionen sind schon Qual genug. Es gibt besondere Einschränkungen. Deine Leistung wird anhand unterschiedlicher Faktoren beurteilt. Bei guten Leistungen als Siege. What? Schrecklich, das klingt nicht nett. Nerd. Oh no. Ja, das sind doch die Missionen, die wir schon kennen. Das sind die Missionen, die wir schon kennen, das meine ich. Ist das gleich normal nur auf Zeit oder so? Schwerte Mission für eine größere Herausforderung. Hä, was ist denn jetzt hier in der Schwert? Gegnerstufe plus 8. So wenig Angriff wie möglich. Was? Angenommen, ich mach das jetzt. Greif jetzt nicht an, ich weich nur aus. Was bekomme ich dann? Das will ich jetzt kurz herausfinden. Also ich werde es nicht machen, Leute. Ich mache zwar 100%. Aber keinen Bock, die Missionen hier zwei- oder dreimal zu machen. Und ihr habt wahrscheinlich auch keine Lust drauf. Das ist ja komplett stupid. Ja, und das schaffe ich sowieso nicht. Guck mal, wie stark die sind. Guck mal, wie stark die sind. Ja, vergess es. So ein dummer Scheiß. Ich sag's dir, wie es ist. Mach ich nicht. Keine Lust drauf. Das zähle ich nicht zu 100%. Was ist basically das gleiche Spiel normal? Warum? Mach ich nicht. Ich kann euch sagen, wenn ich alle Missionen gemacht habe, dann werde ich das Action Replay benutzen und alles freischalten, was das Spiel zu bieten hat. Damit ich euch alles zeigen kann. Und dann mache ich die anderen Charaktere. Na, man kann ja mit den anderen Organisationsmitgliedern spielen. Zeige ich euch, was man alles haben kann im Spiel. Und dann haben wir alles gemacht. Aber jetzt die Mission zweimal zu machen, nur mit ein paar erschwerten Bedingungen, das macht keinen Sinn. Zumindest nicht für ein Let's Play. Tag 52. Alleine Eis essen. Ich sitze im Uhrenturm und niemand kommt. Weder Axel noch Shion. Der Kloß in meinen Hals geht nicht weg. Mir macht noch etwas anderes Sorgen. Hört sich vielleicht verrückt an. Gut, dass hier niemand anderes das liest. Wenn du wüsstest, was wir das Spiel Let's Play und das öffentlich machen, was du hier schreibst, rockst das. Aber. Psst. Aber ich habe da diese Bilder im Kopf. Nicht immer, nur manchmal. Seit meinem Zusammenbruch. Es passiert jetzt auch, wenn ich wach bin. Auf Missionen. Es kann also kein Traum sein. Wo kommen bloß diese Bilder her? Er meint die Erinnerung an Sora. Okay. Hast du was Neues? Spar deine Segel, ich belohne dich mit Bohnen. Kupo, Kupo, so nett bin ich, Kupo. Im Land gibt es jetzt Bohnen, die hol dir Siegel und Kronen, um kostenlose Dinge zu erhalten. Je nachdem, wie viel du bei den Herausforderungen und Missionen gesammelt hast, ja gar nichts. Oh, also wird das Spiel für mich schwerer, weil ich das ja nicht mache. Nerd. Hart. Ja, das wird lustig. Aber das brauche ich doch. Hey, das brauche ich doch.
Ich guck gleich, also ich mach gleich mal das Action-Replay. Von wegen, ob ich mir die Missionen ercheaten kann, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ich mach doch die gleichen Sachen nicht normal, Leute. Das macht doch keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich kann doch nicht die gleiche Mission normal machen. Das ist doch absoluter Quatsch. Ich guck da gleich mal mit einem Action-Replay, ob ich da einen Soft-Cheat aktivieren kann, der mir das ermöglicht oder so. Das ist so übelst kacke. Sonst müsste ich jetzt sagen, okay, Leute, ich spiele jetzt 5 Stunden, mache alle Missionen nochmal und naja, dann habe ich halt die Sachen. Ist das cool? Nee, es ist nicht cool, es ist absolute Grütze. Das ist echt nicht cool. Naja. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, speichere ich hier an der Stelle und dann gucke ich mal im Action Replay nach. Und dann gucken wir, wie es hier im nächsten Part weitergeht. Etwas kürzerer Part, aber wir haben 2 Missionen gemacht. Was willst du mehr? Tag 71, ey. Gruselig. Ja, das ist ja mal absolut dumm, ey. Wirklich, das ist so dumm. Gegnerstufe plus 8. Wow. Der gleiche Scheiß. Der gleiche Scheiß nochmal. Absolut Let's Play untauglich, Leute. Wirklich. Damit, ihr Lieben. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielleicht mit Cheats oder ohne. Mal schauen. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du draufklicken. Da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao!